2020 war ein anstrengendes Jahr. Politisch, wirtschaftlich, emotional, für uns alle, für soziale Bewegungen und ja, auch für die Bewegungsstiftung. Trotzdem haben unsere Förderprojekte wichtigen Protest organisiert, verantwortungsvoll und mit Abstand, gegen Rassismus, für Verkehrswende, Klimagerechtigkeit, für ein starkes Gesundheitswesen, bezahlbaren Wohnraum und vieles mehr. In Zeiten der Corona-Beschränkungen ist es allerdings sehr schwer, gute öffentlichkeitswirksame Aktionen für die Projekte zu machen. Das heißt, eine große Herausforderung ist, die Öffentlichkeit überhaupt zu erreichen. Insofern ist es besonders wichtig, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Bewegungsstiftung ist auch ein Ort der Vernetzung. Deswegen haben wir in diesen Zeiten auch einen Fokus auf Vernetzung. Corona wird sich auch auf unsere Ertragssituation auswirken. Bei Darlehen und Beteiligungen rechnen wir vereinzelt mit Ertragsverschiebungen oder auch Ausfällen. Über die Höhe können wir derzeit aber noch keine genauen Aussagen treffen. Wir gehen aber davon aus, dass wir den Großteil unserer Erträge auch in diesem Jahr erhalten werden. Ich bin Wiebke und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Da ging es im vergangenen Jahr vor allen Dingen um zwei Themen, um Protest und um Geld. Und Geld, weil unsere Stifterinnen im Fernsehen, in Radiointerviews und in Zeitungsberichten für mehr Umverteilung sich eingesetzt haben. Einige von ihnen haben einen Appell von Millionärinnen unterschrieben und darin fordern sie eine höhere Besteuerung von Vermögenden, um die Folgen der Corona-Krise zu bezahlen. Und super war einfach auch zu sehen, wie die Bewegungen sich nicht haben unterkriegen lassen. Wir haben so viele tolle Anträge bekommen, wir haben so viele tolle Projekte fördern können, weil die Bewegungen weitermachen, einfach immer weitermachen und auch neue Wege finden, Protest auf die Straße und ins Netz zu bringen. Das war inspirierend, das war mutmachend, das war toll. Und so muss es natürlich 2021 weitergehen. Denn jetzt werden die Entscheidungen getroffen. Jetzt geht es darum, wird es gerechter in diesem Land oder verschärfen wir die Krisen nochmals? Deswegen freuen wir uns, dass wir 2021 weiter mit Geld, Beratung und Vernetzung fördern können und unterstützen können und wünschen euch und uns dafür ganz viel Stärke. Ganz viel Glück. Gesundheit. Liebe. Ausdauer. Visionen. Transfer. Solidarity. Nähe. Energie. Zuversicht.